Pixel Junks Ultimate Shooter Folge. Weiß ich nicht, habe ich vergessen? Wir sind bei Feuer und Eis. Nachdem wir in der letzten Folge ja diesen riesen Krebs, diesen riesen Spucker erledigt haben, geht's jetzt weiter im Eislevel. Ist ja der Wahnsinn. Okay, hier haben wir noch nicht, hier können wir noch nicht so die Sachen zerschießen. Bin mal gespannt, auf was für Gefahren wir hier so treffen werden. Okay, da oben geht's nicht lang, aber hier können wir was zerschießen. Ja. Ich bin aber da noch so ein bisschen vorsichtig, was das... Oh! Was das Zerschießen angeht. Und hier müssen wir natürlich auch wieder Diamanten sammeln. Sollten also die Augen aufhalten. Das Wasser wird wahrscheinlich auf Eis sofort gefrieren. Habe ich mal eine ganz starke Vermutung. Und wir werden es... Ja, trotzdem möchte ich mir gerne nochmal die... angucken, ob ich hier doch irgendwo Diamanten finde, weil bis jetzt nicht... Ah, da ist einer. Können wir irgendwas machen? Nein. Okay, einen Diamanten haben wir gefunden. Das heißt, der andere muss... Da ist er! Haben wir ihn. Sehr schön, awesome. Kein... Mitglied der Crew verloren, alle Diamanten, weiter geht's. Ins nächste Level. So, da ist schon der erste Diamant, den nehmen wir mit. Okay, mit Lava schmilzt also das Eis. Das ist schon mal gut zu wissen. Drei Diamanten gibt's hier. Hier ist der nächste. Ja, den haben wir. Da sind die nächsten Crewmitglieder. Den erledigen wir, den Dicken da oben. Jawohl, bam. Also, nicht, dass ich was gegen Dicke hätte. Nein, natürlich nicht. Also, um Gottes Willen. Also, nicht, dass sich jetzt jemand da irgendwie angegriffen fühlt oder so. Also, nein, ich habe nichts gegen stabile Menschen. Ne, bevor ich mich jetzt... Ah, nein, ein Crewmitglied verloren. Bevor ich mich jetzt da weiter reinreite in die Thematik, lasse ich es, glaube ich, lieber. Ach, da oben liegt unser Crewmitglied, was wir erledigt haben. Wow, ganz schnell hier weg. Die brauchen wir nicht erledigen. Die Musik ist gerade sehr entspannt, finde ich. So richtig schön chillig. Was müssen wir denn hier machen? Drauf schießen? Enterhaken? Hä? Okay, mit Enterhaken bringt's nichts. Rakete? Nein. Magma-Anzug? Du kannst jetzt Magma-Strahlen spritzen und Gestein greifen. Okay. Cool, das war also ein Upgrade für unser... Ah, und ich kann Gestein greifen. Ah, das ist natürlich episch. Jetzt dürfen wir Lava streuen. Aber dürfen natürlich dadurch auch nicht irgendwie, großartig uns selber wahrscheinlich mittreffen. Vermute ich mal ganz stark. Ja, ich sag ja, selber treffen ist nicht gut. Das heißt, wir müssen höllisch aufpassen, was wir... Boah, was wir tun. Das sieht so einfach aus. Das sieht richtig knifflig, wie ich es schon mal gesagt hatte. Und hier hinter werden wahrscheinlich... Da ist doch schon ein Diamant, ich wusste es doch. Ja, das mit nach oben ist alles gut und schön, aber da müssen wir echt aufpassen. Wow, 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 wow. Ich brauche Wasser, ich brauche ganz dringend... Nein! Da explodiert einfach mal unser Schiff. Weil wir es einfach zu sehr ausgereizt haben. Ja, das wissen wir. Okay. Das ist zwar alles, wie gesagt, gut und schön, aber da müssen wir echt tierisch aufpassen, was man macht. Weil das kann ganz schön ins Auge gehen. Da oben ist der Diamant.
2 Diamanten gibt's hier. Oh, das ist ganz schön brenzlig, die ganze Situation. Weil die Lava läuft ja gnadenlos weiter. Die hat ja kein irgendwie Ende. Sterben denn die Gegner dadurch schneller? Das wären wir jetzt... Oh, aber man, der Strahl ist nicht weit genug. Also man kann nicht... Da war mir die andere Waffe doch lieber. Kann man nicht wechseln? Da unten ist aber ein Diamant, oder? Nein, ist kein Diamant. Okay. Ah, das wird ja dann eine teuflische Sucht auf die Diamanten. Da ist einer. Da haben wir schon den zweiten. Ist einer von unserer Crew doch schon gestorben? Wusste ich gar nicht. Dachte er nicht. Naja. So. Das ist ja interessant, dass man sogar Upgrades für sein Schiff bekommt. Das ist cool. Also hätte ich nicht... Ah, jetzt habe ich die... Ah, jetzt habe ich die Waffe. Ah, das gibt es nur in bestimmten... Ah, in bestimmten Abschnitten gibt es das nur. Ah, okay. Alles klärchen. So, der hat die Lava. Bevor ich die jetzt runterknall, möchte ich doch mich jetzt erstmal hier unten umschauen, ob hier vielleicht ein Diamant gibt. Nein, gibt's nicht. Ja. War so klar, die sterben jetzt. Oder? Nee, doch nicht. Okay. Also werden wir die jetzt erstmal einsammeln, bevor wir irgendwas anderes machen. Ja. Die Biene erschießen wir. Ich mag Bienen oder allgemein Wespen, so Summviecher mag ich einfach nicht. Das ist nicht meine Welt. Okay, Lava. Dings gibt's also auch. Ist natürlich interessant. Da kann man dann schön Bereiche freischalten, wo wir noch hin müssen. Gut zu wissen. Wow. Nee, du klaust mir den nicht. Jetzt kommen auch noch so Gegner, die Leute klauen wollen. Was ist das denn? Geht ja gar nicht. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Ja, die Frage ist, wie viel kann man davon... Da ist ein Diamant, ich wusste es doch. Dann wird hier unten drunter auch noch irgendwo einer sein. Na, zeigst du dich jetzt, Diamant? Na? Oder doch nicht? Oder sitzt er hier? Nee. Wo könnte dieser Diamant denn sitzen? Frage ich mich gerade mal. Doch, hier noch drunter? Nee, also zwei unter einer Stelle glaube ich nicht. Das wäre ein bisschen viel, glaube ich. Nee. Wenn ich schon einmal hier bin, möchte ich den schon finden. Boah, das war natürlich blöd von mir. Richtig blöd. Na gut. Gehen wir weiter. Ab ins nächste Level. Schauen wir mal später nochmal, vielleicht nochmal vorbei. In einer Sonderfolge. So, letzte Level für das erste. Da ist schon mal ein Diamant. Und da ist einer der drei Schüsse auf einmal abgibt. Das ist natürlich nicht schön für uns. Ah, die Musik ist total klasse gerade irgendwie. Und da ist wieder unser Upgrade. Ja, Magma. Können wir wieder Magma abschießen. Aber wenn man es geschickt einsetzt, verläuft die Lava nicht so viel. Also, dass man nicht so viel... Dass man nicht so viel braucht. Dass es halt genau reicht, um durchzukommen einmal. Ich glaube, das dürfte für hier erstmal reichen, oder? Ja, so gerade eben. So, nehmen wir mit. Schutzschild ist immer gut. So.
Da oben ist ein Diamant, den wir natürlich versuchen jetzt zu bekommen. Das lag natürlich klar. Den wir auch holen. Den Kollegen da oben müssen wir auch retten. Na, ja, reicht so gerade eben, um durchzukommen. Wow. Ich sag ja, das ist gar nicht so einfach. Das ist total tricky. Oggi! Das Beam muss von Born gekommen sein. Und das bedeutet, dass die Erntemaschine fertig ist und funktioniert. Das Projekt ist sein Zeitplan scheinbar voraus. Ich muss schnell runter zur Anlage. Wer weiß, was sie finden. Naja. Gucken wir doch mal. So, ich werde aber trotzdem nochmal mich hier nochmal so ein bisschen umschauen. Vielleicht doch nochmal die anderen Diamanten zu finden. Da war keiner. Na, das war ein großer Fehler von mir. Sieht total urig aus irgendwie. Da haben wir nochmal ein Schutzschild. Da ist ein Diamant. Ah, da hat er sich versteckt. Dann wird wahrscheinlich hier vielleicht noch irgendwo einer sein. Oder? Oder auch nicht. Je nachdem. Boah, einfach mal rumsprühen die Lava. Da wird sich schon irgendwas, wird sich schon finden. Oder auch nicht. Der sitzt bestimmt hier oben drunter. Oder? Ne, oder hier vielleicht? Da ist er. Da haben wir ihn. Awesome. Das heißt, wir können direkt zum Ausgang. Uah. Und wo war der Ausgang? Hier. Ja. Geschafft. Yes. Cool. Da freut einen doch das Zockerherz. So, benötigte Schätze 23. Wir haben 77 insgesamt und insgesamt brauchen wir noch 23 von den Diamanten, aber ich sag mal, wir haben ja noch ein paar Level zu bestreiten. Und ja, hier wäre zum Beispiel 1, Feuer und 1 Boom-Stadt. Und ich würde sagen, was in der Boom-Stadt so los ist, ob es da vielleicht richtig boomt. Da seht ihr in einer weiteren Folge Pixel Junks Ultimate Shooter. Ihr solltet auf keinen Fall das verpassen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.